Dolor, dolus, donum. Herzlich willkommen zum Rettungsvideo Dolor, dolus, donum. Ja, warum Rettungsvideo? Es ist vielen Lateinschülern und Lateinlernern bekannt, dass es ja bei den Lateinvokabeln so viele Wörter gibt, die so ähnlich aussehen und die so leicht verwechselt werden. Und wenn man dann Vokabeln lernt, ja, es ärgert viele, ja. Und deshalb habe ich mir gesagt, so auch hier drehe ich extra ein Video zu diesen drei Vokabeln und erläutere sie euch und vielleicht könnt ihr sie danach besser auseinanderhalten oder behalten. Wir starten mit Dolor. Hier steht der Schmerz. Vielleicht kennen manche das Schmerzmittel Dolormin. Ja? In dem das Wort Dolor enthalten ist. Wir gehen weiter zu Dolus. Ja, sieht sehr ähnlich aus wie Dolor, beides mit D-O-L. List oder Täuschung. Das kommt jetzt im Lateinunterricht gerade bei militärischen Texten vor. Ja, wenn es irgendwie um militärische Manöver geht, bei denen man den Gegner täuscht. Gerade auch bei den mit Troja, ja, mit dem trojanischen Pferd. Das ist normalerweise die Lektion, bei der Dolus drankommt in Lateinbüchern. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei irgendwelchen politischen lateinischen Texten vorkommt, dieses Wort. Ich habe mal selber für mich die Merkhilfe gehabt, um auch Dolor und Dolus auseinanderzuhalten. Und zwar, wenn ein Mensch Dolus erfährt, also eine List oder eine Täuschung, dann fühlt der Mensch Dolor. Ja, also Dolus führt zu Dolor. Ich umkreise mal hier Dolus noch schnell in Rot. Ja, weil es kommt jetzt noch dazu, zu Dolor haben wir ja hier Dolormin. Im Italienischen gibt es Dolorosa. Vielleicht kennt jemand aus der Kunst den Begriff Mater Dolorosa. Ja, Maria mit dem Leichnam Jesu, wo der Leichnam Jesu in ihrem Armen liegt, das ist die Mater Dolorosa, die schmerzensreiche Mutter. Ich glaube, in Jerusalem gibt es die Via Dolorosa, also die Straße in Jerusalem, durch die Jesus das Kreuz getragen hat. Ich glaube, die heißt bis heute noch Via Dolorosa, also die Straße der Schmerzen, ja. Gut. Dann kommen wir zur Nummer 3, Donum, Geschenk. Es gibt auch Donare, Schenken. Im Englischen gibt es das Wort Donation. Und wer mal genau beim Lidl, gibt es doch diesen Pfandautomaten. Und da kann man entweder sich den Zettel rauslassen fürs Pfand oder es gibt ja eine Spendetaste. Und da steht in mehreren Sprachen Spende. Und bei Englisch steht entweder das Verb donate, also Spende, oder donation, die Spende. Klar, jetzt im Lateinischen heißt es erstrangig Geschenk. So, jetzt habe ich viel gequasselt, war jetzt nicht super strukturiert. Trotzdem hoffe ich, dass auch dass euch was gebracht hat. Herzliche Einladung auch zu den anderen Videos. Die werden vielleicht kürzer als dieses Video. Danke für die Geduld, danke fürs Zusehen und bis bald wieder.